Wenn wir jetzt noch das Buch der Dings in der Wäscherei bringen, dann gibt sie uns die Weste, dann sind wir für den Kampf bereit. Und wenn mich nicht alles täuscht, wir müssen ja noch in die Krankenstation. Verkacken wir sowieso. Gucken wir einfach mal. Wir gehen jetzt mal in die Wäscherei. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir ja schon mal ein Riesenstück, haben wir doch schon mal geschafft. Das freut mich. So, und zwar habe ich ja noch hier das Modeheft für dich, Mäuschen. Das reicht für eine Weste. Ich mache mich an die Arbeit. So. Hier hast du deine Weste. Handgeschneidert. Steht dir. Naja, weil du ja auch gesehen hast, dass ich die schon anhab. So, dann würde ich mal sagen... Soweit. Vorwärts! Hopp, hopp! So, dann gehen wir am besten jetzt mal... Ja. Zu dem Kampf. Wobei wir haben... Ich frage mich ja, schlagen wir mit den Fäusten oder... Ne, wir haben ja ein Messer, ne? Ich kann ja abstechen, die Drecksau. Aber wir sehen das ja gleich. Wir sehen das ja gleich richtig. Gucken wir einmal. Dann gehen wir jetzt mal ins Kraftwerk. Tut mir leid, Leute, für die Vögel im Hintergrund. Aber die müssen natürlich auch mal reden, ne? Weil wenn ich die ganze Zeit über eine Stunde laber... Ja, dann müssen die Vögel ja auch mal irgendwann was dazu sagen. Aber jetzt sagen sie... So, jetzt gucken wir mal hier. Und gucken, was er will. Ja, es geht, oder? Ich weiß, was du suchst. Aber du kriegst den nicht. Wem? Er gehört mir. Komm schon. Er schlägt mich mit einem Wagenheber. Oh. Genug geredet. Ich komme hier ohne dich raus. Okay, ach du Scheiße, ihr müsst ja richtig kämpfen. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Kopftreffer antäuschen, aber ihn da treffen, so habe ich eine Chance. Hä? Ja, aber ich mach das doch, wie soll ich das denn machen? Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige... Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Okay. Kopftreffer antäuschen, aber ihn da treffen. So habe ich eine Chance. Und wo soll ich einen Kopftreffer andeuten? Shit, sein Kopf... Erst ein paar Schmut... Kopftreffer antäuschen, aber ihn da treffen. So habe ich eine Chance. Ja, yeah, ich versuche es jetzt mal. Schnell bin, könnte ich da einen Treffer landen. Ja, komm jetzt. Wenn ich schnell bin, könnte ich da einen Treffer landen. Ja, komm. Komm. Wenn ich schnell... Ja, komm jetzt. Mein Gott. Mann, das gibt's doch nicht, ey. So ein scheiß Fickspiel. Entschuldigung, Leute. Wie soll ich das... Hä? Womit tau ich denn? Ja, wo denn mit denn? Täuschen und dann woanders zuschlagen. Hä? Shit, sein Kopf ist zu gut. Erst ein paar. Wenn ich schnell bin, könnte ich da ein. Oh. Okay, so hat es funktioniert. Das sieht übel aus. Gut. Gut, so. Geil, okay. Du hast mein Leben ruiniert. Gut, okay, okay, okay. Du kannst mich nicht besiegen. Okay, jetzt verstehe ich's, jetzt verstehe ich. Entschuldigung für den Ausraster, Leute. Ja! Fast geschafft. Ah, jetzt sind wir wieder dran. Jetzt haben wir wieder auf Fresse kassiert. Okay, bringt die beiden auf die Krankenstation. Beide vor allem. Ja, okay, aber egal. Du kleiner Sack, wolltest mich kaputt machen. Jetzt haben wir dein Leben so richtig zerbumst, ey. So. Jetzt komme ich wieder runter. Oh, bäh. Warum bringt ihr euch nicht einfach um? Dann könnte ich jetzt nach Hause gehen. Mir ist egal, ob du stirbst. Mir auch, ob du gleich meinen Sack ins Gesicht kriegst. Entschuldigung, mir nicht. Mir nicht. Sieht für mich anders aus. Wer sich mit Gaspipe anlegt, hält nicht viel von seinem eigenen Leben. Warum ist er so stark oder was? Der war jetzt Low Level.
Bis auf am Anfang, wo bis ich das nicht kapiert habe. Es ist ihr Job. Behalt's für dich. Aber ich werde nicht pro Patient bezahlt. Ich werde nicht pro Patient bezahlt. Du bist geil. Haben Sie keine Eid abgelegt? Haben Sie kein Eid abgelegt? Ach, die meisten von euch haben eh den Stuhl verdient. Warum bist du auf der Insel? Bewaffneter Überfall. Versuch's nochmal mit der Wahrheit. Dafür landet man hier nicht. Anschließend bin ich aus Leavenworth ausgebrochen. Mehrfach. Ich wollte nach Hause zu meiner Frau. Irgendjemanden umgebracht? Komm, ich sag einfach mal ja. Im Krieg. Jeder behauptet, ein Kriegsveteran zu sein. Ich lebe auf einer Insel voller Helden. Ja. Wo haben Sie gedient? Ich bin in Anzio gelandet. Hab den ganzen Italienfeldzug mitgemacht. Hab davon gehört. Wir haben den Feldzug in der Schule durchgenommen. Das war auch der Grund, warum ich mich freiwillig gemeldet habe. Du warst wohl kein sehr aufmerksamer Schüler. Sind Sie danach in Europa geblieben? Sie sind danach in Europa geblieben. Ach so. Ja, um mich zu betrinken. Okay, meine Frau ist Italienerin. Meine Frau ist Italienerin. Meine auch. Sie heißt Christine. Hab sie in North Beach kennengelernt. Ach, verdammt, ich hasse diesen persönlichen Kram. Das macht es schwerer, euch sterben zu sehen. Oh, lassen Sie mich hier bleiben. Ich meine, in meiner Zelle drehe ich durch. Wollen Sie Ihre Frau glücklich machen? Wollen Sie Ihre Frau glücklich machen? Schauen Sie im Café Napoli in North Beach vorbei. Dann können Sie ihr den besten italienischen Kaffee und den besten Nachtisch mitbringen. Sagen Sie einfach, Joe schickt sie. Okay, lassen Sie mich hierbleiben. Warte, kennen Sie Mickeys Nachtclub in North Beach? Kennen Sie Mickeys Nachtclub in North Beach? Ich kann Sie reinbringen, wenn Sie wollen. Der Besitzer ist ein alter Freund von mir. Klar, ein Anruf genügt. Ah, ich hab's vergessen. Du hast deinen einzigen Anruf ja schon vor Jahren vergeudet. Ich wollte dir auch nochmal eben mitteilen, dass Mickey nicht mehr da ist. So, gucken wir nochmal einmal hier nach. Lassen Sie mich hierbleiben. In meiner Zelle dreh ich durch. Joe, ich kann wirklich keine Ausnahmen machen. Ich kann alles reparieren. Alles? Die Luft in Ihrer Heizung staut sich. Hören Sie das? Deswegen heizt sie nicht mehr. Ich weiß, wie man das Entlüftungsventil öffnet. Bleib nie lange heil, hm? Wollen Sie den ganzen Winter überfrieren? Ich weiß nicht so recht. Der Druck auf den Gastanks ist viel zu niedrig. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die Kupplung ist kaputt. Guck mal! Ich kann einen Reparaturantrag stellen und einen Monat warten, bis sie repariert wird. Oder ich mache es gleich. Sie wollen doch nicht mit defekter Ausrüstung arbeiten. Okay, okay. Das ist ein verdammter Schrottplatz. Ich sag dir, wie es läuft. Meine Frau kommt mich bald besuchen. Ich will, dass hier bis dahin alles 1A in Schuss ist. Ich will nicht, dass sie sieht, in was für einem Saustall ich arbeite. Ist klar. Ich habe gesehen, da ist ein Wagenheber unter der Lehne. Da, achso, ich kann es nicht zeigen, oder? Ne. Zu bringen könnte eine Weile dauern. Gut, okay. Mach keine Dummheiten. Hier ist nämlich der Wagenheber. Genau das, was ich Ich hab den Tisch repariert. Gaspipe hatte sich an einem Wagenheber festgekrallt. Ich habe ihn kaum aus seinen Händen bekommen. Er musste damit durch den Metalldetektor. Er macht sich ganz gut bei mir. Ja, komm, nehmen wir doch mal hier den Stuhl. Sollte ich besser nicht an. Okay. Was können wir jetzt hier dran machen? Nee, das Zeug schlucke ich nicht. Ja, du sollst das doch reparieren, oder nicht? Schraubenschlüssel bring mich hier. Was ist mit dem Ventil? Schraubenschlüssel. Mit dem Ventil? Schraubenschlüssel bring. Gucken wir uns mal die Heizung an. Jetzt geht sie wieder. Ah. Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich sie mir auch schon lange angeguckt. Du stehst doch da rum. Da hättest du schon mal jetzt hier an Blabersäure gucken können. Fertig. Geil. Gut. Was kommt als nächstes? Was haben wir hier? Mehr Müll? Sollte ich bessern? Was haben wir, der Doc? Mit den Wunden muss ich dich ein paar Wochen hier behalten. Gut, dann gehe ich doch mal raus, oder? Kann ich nicht? Lassen Sie mich Ihre Verbindung verbessern.
Keine Sorge, ich habe das in der Armee gelernt. Aha. Was können wir denn da machen jetzt? Klingengriff? Wieso ist die Klinge kaputt? Ah, warte mal. Da vielleicht mit? Das wird nicht... Hier bin ich fertig. Okay, was können wir denn noch machen? Der Lichtdetektor? Das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Okay, dann haben wir noch hier die... Ich brauche keinen Papierkram. Okay. Stuhl. Kann ich auch nicht mitnehmen. Waschbecken? Ich bin schon sauber. Das war's doch. Hier bin ich fertig. Klingengriff, kann ich den umbringen? Hä, was soll ich jetzt machen? Mit den Wunden muss ich dich ein paar Wochen hier behalten. Ich kann jetzt nicht mehr machen. Das wird nichts. Kann ich das Geld da reintun? Die Münze behalte ich. Das für... Jetzt ist die Frage, was können wir tatsächlich machen? Was... Irgendwas mit der Leitung war doch hier. Schrauben. Kann ich den jetzt hier mit der Klinge irgendwas machen? Das wird nichts. Ich kann nichts mehr machen, Leute. Ich komme wieder nicht weiter. Kann ich den damit einen über die Rübe ziehen? Schrauben. 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 Okay, ich weiß es nicht. Büchereikarte? Nein. Telefon und Bauteil. Muss nicht sein. Das führt. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Muss. Warum? Muss. Kann ich jetzt hier nichts mehr machen, ist das Problem. Das. So. Ich hänge fest. Sollte ich besser nicht. Ich brauche erst noch eine Ersatzstütze. Ja. Das ist perfekt, um die Gitter zu verbiegen. Ja, das ist mir bewusst. Und was ist hiermit? Das würde ich ja runter machen. Das ist ein paar Monate mehr Zeit und ich könnte mir ein Fluchtfahrzeug basteln. Mit den Wunden muss ich dich... Kann ich mich selber verletzen? Zeitverschwendung. Na. Das wird nichts. Schraub. Hä? Den würde ich. Ja, Leute, ich bin jetzt fraglos. Mit Estinatitipikum. 3 Meter, 5 Meter Seile haben wir jetzt. Kann ich das irgendwie kombinieren? Das kann man auch nicht kombinieren. Das führt. Was ist denn, wenn wir dies und das schon mal kombinieren hier? Das bildet. Was war das denn? Büchereikarte. Kann ich das fragen? So komme ich auf. Ich komme nicht weiter hier. Ich bin auch fertig mit allem. Gut, was kommt als nächstes? Hey Doc, könnten Sie mir hier mal eben helfen? Ach so! Süße Träume. Ach so! Hey, was ist mit dem Doc passiert? Er sagte, er sei müde. Pennen während der Schicht? Unglaublich! Du kommst in die Einzelzelle, bis der Doc wieder auf den Beinen ist. Nein! Scheiße. Ah, warum kommt denn der um die Ecke? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch jetzt wirklich nicht wahr. Waschbecken, wir gucken jetzt hier alles durch direkt. Ich sollte mich an kaltes Wasser gewöhnen. Ja. Was haben wir dann? Haben wir noch ein Bett? Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, Kopf. Um die Häftlingszählung zu überlisten.
Wäre eine Idee. Panikknopf. Was haben wir noch hier? Bett, Schloss, Fenster.